So, dann herzlich willkommen zu einer Aufzeichnung von JFD Live Trading TV. Das wird auch jetzt das letzte Video sein, was ich dieses Jahr erstelle. Denn der DAX bzw. die deutschen Börsen haben ja nun seit 14 Uhr geschlossen. Und den DAX werden wir auch gleich begutachten, warum er jetzt heute eben nicht von der Stelle kam. Zunächst einmal hier das Bild im Stundenchart. Da hatte ich eben die wichtigen Marken eben bei 10.830 ausgemacht. Und die nächste wäre erst hier oben gewesen bei 10.990. Gleichzeitig habe ich auch immer wieder hier den Wochenchart präsentiert. Und hier lief jetzt tatsächlich der Kurs exakt an diese Trendlinie noch hin, die laufend in den letzten Sendungen immer wieder besprochen worden ist. Und mehr als punktgenau ist der Linie wieder angelaufen und davon abgeprallt. Und deswegen sieht es jetzt hier im Stundenchart, ja, wo ich diese Linie nicht eingezeichnet habe, ja, eher ein bisschen seltsam aus. Es hätte eben auch, wären die Bullen am Ball geblieben, direkt hier hoch starten können. Ja. Also man muss halt immer wieder den Blick in den anderen Zeitebenen, beziehungsweise wie ich jetzt eben hier nur die Trendlinie im Wochenchart drin gelassen habe, halt immer wieder gegenchecken. Stundenchart ist das Bild jetzt eben so. Da wäre für mich eben noch bis 10.900 ein Anstieg möglich gewesen und dann erst ein Rückfall an die Wolkenoberkante. Der Rückfall trat jetzt eben schon vorzeitig auf und im besten Fall jetzt im neuen Jahr startet der DAX dann mit einem kleinen Gap und startet dann ganz durch Richtung 11.200 Punkten circa. Das wäre jetzt der Idealverlauf. Bullisches Setup werde ich im Prinzip noch nicht präsentieren. Hierfür sind noch genügend Widerstände, Unterstützungen bei 10.670 möglich. Also erst wenn er hier darunter fällt, per Tagesclose, dürfte der Weg dann Richtung Süden dann zeigen. Aber hier alles oberhalb. Bleibe ich hier bei meiner Einschätzung, die ja die letzten drei Monate ja nicht so falsch war. So, das wäre es jetzt hier erstmal auch zum DAX gewesen. Hier Stundenchart, sieht man eine Unterstützung, ja eine ehemalige oder auch eine aktuelle bei 10.700 Punkten. Also auch hier ist alles über diesen Marken noch bullisch zu bewerten. Und diesmal will ich es auch beim DAX belassen. Neue Setups gab es ja nicht wirklich die letzten zwei Tage. Alle Setups, die fast noch offen waren, liefen ja in den Gewinn oder wurden auch dann abgeschlossen oder frühzeitig beendet. Und mit der, ja, meine persönliche Trefferquote oder die ich halt hier auch in den Videos zeigen wollte, sollten bei rund oder bei über 66% sein und da bin ich definitiv darüber geblieben. Und wer gerne einen Vorschlag oder eine Verbesserung oder eine Änderung hätte in den Videos, wie gesagt, ich kann sehr vieles analysieren. Den Schwerpunkt würde ich aber trotzdem gerne bei den Aktien oder bei den Indizes oder Basiswerten lassen und den Devisenmarkt ihrem Christian Kämmerer überlassen. Aber ich werde da auch da wöchentlich mindestens 3 bis 4 Setups präsentieren, aber das ist, sage ich mal, eher nicht unbedingt mein Metier, der Devisenmarkt. Ich bin mit Aktien und mit Indizes eben groß geworden. Eine Neuerung im neuen Jahr, es wird vielleicht, wenn ich das eben zeitlich einrichten kann, das erste Video ja eher auch zwischen 8 und 8.30 Uhr dann stattfinden und dann die besten Chancen,
Börsen täglich heraus zu analysieren und zu präsentieren. Das ist vielleicht sehr sinnvoll. Wie gesagt, wenn es der Zeitplan, mein Zeitplan im neuen Jahr es zulässt. So, dann habe ich jetzt eure Zeit genug beansprucht. Wünsche allen einen guten Rutsch und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.